Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. Wir starten mit Tomb Raider. Ich habe das Spiel jetzt schon länger in meiner Bibliothek, habe es mir irgendwann in einem Steam Sale gekauft und dachte mir, ich habe jetzt echt Bock mal drauf, das zu spielen und euch zu zeigen. Und dann erstellen wir einen neuen Speicher. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. Finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Das uns weitermachen lässt. Was für ein Start in das Spiel. Nein, das war sehr böse. Wir werden jetzt hier irgendwo geschleift. Dann liegen wir hier. Kopf über aufgehängt. Sieht nicht gut aus. Hilfe! Jonah! Reyes! Hilfe! Runter! Ich muss runter! Das wird jetzt wehtun.
Nein! Komm schon. Oh, das tut mir beim Zusehen weh. Okay. Wir sind angeschlagen. Das sieht man jetzt auch der lieben Lara hier an. Oh Gott. Nein. Nein, nein. Was ist das hier? Kann man hier irgendwas durchsuchen oder finden? Was ist bloß passiert? Okay, weiter geht's. Nein, er muss mich gehört haben. Oh, verdammt. Das war jetzt schon laut, ne? Er will sich nur selbst helfen. Oh je. Okay. Hier kann man die Fackel wieder anzünden. Was ist das denn für ein Ding? Ich glaube, wir gucken uns erstmal um. Na dann, anzünden.
Ist der auch nicht? Ah, das müssen wir doch schaffen. Ich denke mal, dass wir darüber müssen. So. Mit F schubsen wir das Ding. Okay, aber was bringt mir das zu schützen? Dann hat die Firmen die Kisten da reingeschickt. Wir müssen doch jetzt... dahin. Oh, cool. Dann lieber der Typ. Ups. Mist. Lass los, du Mistkerl! Was war das für ein Kult? Wow.
ist ja egal. Hier gab es jetzt aber nichts mehr, wo ich mitnehmen konnte. So, die Kulisse ist ja schön malerisch, aber man sieht viele, viele gestrandete Schiffe. Das Rettungsboot. Wo sind sie? Wahrscheinlich in einem Herz. Was machst du? Lara, das kriegst du hin. Okay. Das kriegst du doch locker hin. Und hopp. Da wird mir das dann nochmal irgendwer kommt von den Typen. Okay. Ein Flugzeug. Auch überall runterfahren und alles kaputt machen. Und alles kaputt machen. Heftig. Okay, weiter geht's. Ich bin ja gespannt, ob wir jetzt tatsächlich hier dann noch Überlebende finden oder ob die eigentlich schon alle abgeschlachtet wurden von diesem Kult. Wäre möglich. Wir sind jetzt auch so ein bisschen auch im Tutorial. Sams Tasche. Und kriegen so ein paar Sachen noch beigebracht. Sam! Sie müssen hier gewesen sein. Kenny Campcarder, ist okay. Streichhölzer? Sam? Rob? Hört mich irgendjemand? Ich muss sie finden. Heftig. Ich wollte da doch rüber. Oh Mann. Sieh mal die Zuflucht vor dem Sturm. Ein Lagerfeuer. Ja, hier wäre auch kalt. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten.
Mach doch voll. Gutes Mädchen, gutes Mädchen. Oh. Am Feuer im Dunkeln. Wird da was aufgenommen? Kann man sich da was angucken drauf? Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitmer. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da Genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Okay. Also gab es schon Zwist auf dem Schiff, weil sie dort eigentlich gar nicht hin wollten. Und jetzt... Jetzt sind die meisten Leute tot. Schlechte Gewissen. Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Ich muss etwas zu essen finden. Okay, und wie es von hier weitergeht, was wir noch alles erleben werden, das seht ihr im nächsten Part. Macht's gut. Ciao.